Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Ja, ich hab's echt drauf heute. Nein, nicht so Let's Play Minecraft Tag World 2, sondern zu Let's Play Deponia. So, ich kann jetzt sogar auch mal schauen, was ich hier machen bin. Ich habe nämlich jetzt so Weihnachten, erstmal frohe Weihnachten euch allen. Habe ich einen zweiten Bildschirm bekommen und sehe dann nochmal hier schön die Aufnahmen. Ich hoffe mal, sollte es besser laufen. Und so, ich glaube, ich bin ein bisschen am übersteuern. Ich mache mich mal ein bisschen leiser hier. Na, ein bisschen kann es noch. So, ihr solltet vielleicht auch besser sein. Ich habe die Musik wieder lauter gemacht. Und die Sprache und so weiter. Hab gehört, okay, so ganz laut war es dann doch nicht mehr. Und ja, ich halte auch meine Fresse, wenn ihr am Plaudern sind. Also, jetzt bin ich mal gerade am Schauen. Was haben wir hier nochmal alles? Ach ja, wir waren ja dabei. Wir wollten ja endlich mal schauen, dass wir vorankommen im Rathaus. Da ist mir auch hinterher wieder was ganz Wichtiges eingefallen. Die drei haben ja so ganz lustige Hüte, ne? Ja. Diese Hüte, die sind irgendwie so auch, wenn man mal rausgeht. Wenn man mal jetzt hier oben so schaut. Und hier. Und ich glaube, der hier war das noch. Dann sieht man die auch schon wieder. Ja, und wenn wir uns noch recht erinnern, was Hanik in der letzten Folge, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ne? Auf jeden Fall, Hanik hat mal gesagt, wie der Sprengplan hier funktioniert. Wir brauchen nur so ein paar olle Magneten. Packen die mal daran. Und dann müssen wir mal ein Sprengsignal machen. Ich glaube, hier muss was gesprengt werden, ne? Oh, ganz wichtig, hier die Bude, die sieht auch ganz unter alle Kanone aus. Hier ist auch jede Menge Müll, das muss alles weggesprengt werden. Oder wir setzen alles bei Toni in die Bude. Nochmal schön das Rathaus weg. Ich meine, hier, wer braucht denn schon so eine Goal? Komm alleine. Oh, Wassertank, wer braucht heutzutage? Ja, komm. Ja, ist ja gut. Und dann würde ich sagen, heißt es, Achtung! Sprengung! Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Ja, das wird schief hier laufen. Gehen wir doch mal direkt mal im Rathaus nachschauen. Oh! Die drei sind weg. Mussten wir schnell nach Hause. Dann können wir uns mal jetzt diese... Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Oh ja, bist ja gar nicht selbst verliebt, alter Knabe. Ja, jetzt haben wir ja die 63. Aber Wenzel ist immer noch davor. Warte mal. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, aber ich glaube, im Hintergrund hat manche gerade meine... Mein Videocontroller müsste sich mal auch ganz anmelden. Jetzt habe ich aber auch so ein bisschen auf der... Ja. Ach, jetzt fällt mir noch was ein. Jetzt, wo ich den Schwamm wieder sehe. Gehen wir dann mal nach Hause. Oder er sagt zu Tonis nach Haus. Zu Tonis nach Haus? Läuft bei mir. Wir haben ja noch den alten Topf mit Wasser. Können wir noch mal den Schwamm nehmen? Und die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Ja, du darfst gleich putzen. Ja, wir machen jetzt gleich schön das Schrott sauber. Boah, teilweise bin ich froh, dass mir da noch so ein paar Sachen einfallen, weil... Naja, ansonsten würde ich schon noch Ewigkeiten rumhängen. Oh, ich habe gerade so ein ganz kleines Easter Egg gefunden. Hier, bei diesem schwarzen Brett hier. Hier, seht ihr das? Frau Winkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Bitte was? Bitte was? Ach du Heilige. Oh Gott, jetzt müsst ihr meinen Gesichtsausdruck machen. Oh Mann. Na gut, wir haben jetzt hier so einen nassen Schwamm und hier so eine dreckige Windschutzscheibe. Muss das wirklich sein? Ja. Schauen wir doch jeden Fall da rein. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Dämlicher Name.
So, dann schauen wir dann mal, ob wir da reinkommen. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. So muss das auch. Dann gehen wir doch mal schauen. Hannik hat ja auch mal erzählt, dass er so ein paar Autoschlüssel gefunden hat. Vielleicht hat er ja unseren Namen hier. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Du, Hannik, nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Ja, vergiss einfach die ganzen Namen von vorher. Nämlich mein offizieller Name lautet eigentlich Schnutzipuh. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ja, sowas ganz männliches, so ein richtig schön männliches Pink. Pink? Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ja, also ich bin schon von Geburt an, bin ich ein ewiglicher Verehrer des Balletts. Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Na gut. Nehmen wir uns mal. Oh, ich feier diese Sprüche ab. Öffnen wir mal den Schrank. Aber Nebel. Machen wir mal die Mutter. So, und dann haben wir jetzt hier eine Batterie. Könnten wir doch vielleicht mit dem Zahnbohrer, oder? Warte mal. So viel Power in so einer Schrottkarre. Was für eine Verschwendung. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir doch den ersten Gedanken und wir bohren uns den Weg frei. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah, au! Yeah! Ah, wundervollste, feinste Batteriesäure. Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Ja, oder nicht? Dann gehen wir mal. Und jetzt hänge ich wieder so ein bisschen. Oh. Ja. Ich glaube, wir gehen mal ins Rathaus. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mitgenommen habe. Sieht noch krank aus. Ja, ich hab's vergessen. Hier ist nämlich noch ein Türknopf. Da schaut ihr mal da rein. Ballons. Und Luftballons. Was steht denn da auf dem Karton? Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, mit Luftballons gehen wir doch erstmal damit weg. So, jetzt bin ich aber wieder ein bisschen... Ah, jetzt fällt mir wieder was ein. Und zwar konnten wir da mal hier, war doch die, jawohl, die Krankenstation, haben wir auch hier so einen Lachgas-Container. Ich würde sagen, füllen wir da mal einen Luftballon mit Lachgas auf. So, und jetzt hänge ich wieder richtig fest. Also jetzt habe ich null Ahnung. Verdammt! Ich müsste entweder nachschauen oder ich versuche einfach mal etwas. Auf meinem Papagei kann man reden? Hallo! 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 Ich habe Hunger! Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern! Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen! Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör! Das hat die Frau von... Aber...
Also die Frau ernährt sich von seit Tagen von... Ich will es gar nicht erst wissen. Okay, okay. Hast du Hunger? Willst du mit Lachgar spielen? Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Ich muss gerade ganz ehrlich zugeben, ich hatte null Ahnung, dass das überhaupt noch ging. Okay. Jetzt haben wir einen Papagei, einen betäubten Papagei. Okay. Was macht man jetzt? Was können wir mit einem betäubten Papagei anfangen? Wollen wir Toni Papagei andrehen? Guck mal, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Ach, ich weiß gar nicht, wieso wir eigentlich uns von Toni getrennt haben. Ich glaube, die müssen uns auch ein bisschen anstacheln. Das würde sie nur noch wütender machen. Ja, das wollen wir doch. Oder hier ein wundervolles Porträt von Toni. Es bringt nichts, Toni einen Spiegel vorzuhalten. Sie wird sich ihr bösartiges Wesen niemals eingestehen können. Wie kann man nur so unreflektiert sein? Ja. Komm noch was klauen. Finger weg von meinen Sachen. Ich hänge hier gerade echt ein bisschen. Ich weiß auch so grundlegend, wie man an die Sachen rankommt. Also. Ich wüsste jetzt, wie man noch an eine weitere Flüssigkeit rankommen würde, aber wir brauchen noch was zum Auffangen. Und zwar haben wir noch hier so einen wundervollen Stier. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Ja, der ist sowas von langweilig, den müssen wir ein bisschen anheizen. Hier haben wir doch so ein wundervolles Bild von der Chica. Komm, setz mal irgendwann den mal aufs schwarze Brett. Ah, aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. So, was haben wir denn jetzt hier? Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da drauf setze. Gut, dann hauen wir da noch was raus. Ja, wir haben da noch so einen roten Vorhang. Wie heißt das so schön? Stiere mögen die Farbe Rot. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Ja, und das macht mir schon ein bisschen Gedanken, dass du weißt, wie man einen Stier zum Pumpen bringt, aber okay. Was haben wir jetzt hier? Gleich nochmal. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Ja, ist doch schon mal eine Weiterentwicklung. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wie man an die Flüssigkeiten rankommt. Ich weiß, man musste noch was mit Menzwenzel machen, aber dafür braucht man dann einen Haken für die Luftballons oder so weiter, aber jetzt hänge ich was. Ich glaube, was wir mal machen können, wir können mal einen Luftballon nachtanken. Luftballon, Lachgas, Container.
vom Ausschrank? Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Mir fällt gerade noch mal was ein. Nein. Ja, da wollte ich hin. Wir haben jetzt hier die Feuerwehrleiter und die Handschellen. Und hier können wir es perfekt einhaken. Und noch mal ein bisschen mit Gizmusberufen rumspielen. Ich würde sagen, heben wir den Hebelball hoch. Und so würden wir auch wahrscheinlich an den Dietrich rankommen, da. Daran kann ich mich noch gerade erinnern, weil ich an dieser blöden Stelle richtig, richtig lange gesessen habe. Ich weiß aber, konnte man mit dem Dietrich den Schrank öffnen? Bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Ich will hier raus. Das würde ich jetzt mal nachschauen, ob wir den mit dem Dietrich den Arztschrank öffnen können. Da bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Dietrich, Arztschrank? Jawohl, nur vielleicht hätten wir einfach einen Estrich genommen. Oder einen Heinrich. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. So, jetzt haben wir hier noch was auf. Putschmittel und eine Spritze. Wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, wir haben alles für die Kaffeepulver schon zusammen. Brauchen nur noch die Flüssigkeiten. Ich würde sagen, aber die Flüssigkeiten holen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, Anregungen, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.